Hallo, hier ist wieder der Christoph von Schnauz58 und heute möchte ich euch mal wieder was zeigen, ein kleines Unboxing. Ich habe von einem YouTube-User zwei Messer geschickt bekommen und die hat er auf dem Flohmarkt gekauft. Und zwar sind das zwei Taschenmesser der Messerschmiede VEB Weimar. Und mit der Bitte, sie zu restaurieren. Und ja, und in meine Sammlung einzureihen. Ich habe ihm darauf geschrieben, dass ich eins gerne behalten möchte und eins schicke ich ihm wieder zurück. Mir war diese zwei wunderschöne Lanyards. Vielen, vielen Dank dafür. Zwei Mumien. Ganz toll, freut mich, kommt direkt ans Messer. Das hat meine Frau schon sich unter den Nagel gerissen. Sie war ganz weg. Jo. Und das sind nun die Messer. Mir war dieses VEB Weimar, hier am Klingenstempel kann man sehen, war mir gänzlich unbekannt. Und es sind Taschenmesser in der klassischen Art wie die Schweizer. Oder auch deutsche Taschenmesser. Und zwar große Klinge, kleine Klinge, Korkenzieher mit Plastikgriffschalen. Dieses Messer ist relativ gut erhalten. Die Klingen sind sauber, da braucht man gar nichts dran zu machen. Was ein bisschen stört, ist das Schließen der Messer, aber das kriegen wir schon noch in den Griff. Man muss eben aufpassen, da diese. Jo. Und das hier ist ein bisschen mehr gebraucht. Da werde ich wohl die Klingen polieren. Und dann kriegen wir das auch in den Griff. Schön ölen. Werden die Messer schön poliert nochmal. Die Klingen poliert. Und dann werden die wieder. Ich habe mich auf jeden Fall tierisch gefreut, da diese Messer bei uns hier ja sehr schwer zu bekommen sind. Vielen Dank nochmal. Die bekommen einen Ehrenplatz, wenigstens eins. Und vielen, vielen Dank für die Lanyards. Das wäre es eigentlich von mir an der Seite wieder gewesen. Ich werde diese Messer aufarbeiten und werde mich daran erfreuen. Dankeschön fürs Zuhören, Zusehen. Tschüss.